Ja, Red Bull Salzburg bleibt weiterhin in dieser Saison daheim ohne Niederlage und Sturm kann bereits zum 19. Mal in Serie gegen Salzburg nicht gewinnen. Roman, ein gerechtes 0:0? Ich denke schon, obwohl Graz wahrscheinlich, wenn auch nicht viel bessere, aber die besseren Möglichkeiten hatten. Insgesamt, ja. Wenn eine Mannschaft sich den Sieg eher verdiente, dann waren es die Grazer heute gewesen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Remis dann auch in Ordnung geht. Sturm Graz hat mehr für die Offensive gemacht, in der zweiten Spielhälfte bereits in der 46. Minute. Die nächste gute Möglichkeit, Imre Samic ist da zu einer sehr guten Chance gekommen, Roman. Nach der Standard, nach dem Einwurf über die rechte Seite, über Wolf, direkt aus dem Lauf geflankt, der Imre geht Richtung erster Stange, da kommt der Ball auch hin, nimmt ihn auch technisch perfekt. Aber natürlich war der Winkel so schwer und wirklich dann ein Torhüter Walke, weil Walke war auch einer der besten Akteure heute im Salzburger Dress, hat auch wirklich fehlerlos gehalten. Imre Samic war der Mann, der 2002 beim letzten Sieg von Sturm hier in Salzburg das Siegestor erzielt hat, was er heute nach dem Spiel zu sagen hat. Thomas Gonaus hat nachgefragt. Imre Samic, Sie hatten die vielleicht größte Chance für Sturm Graz heute unmittelbar nach der Pause. Warum hat es grundsätzlich Sturm hat einige Chancen herausgespielt? Was hat dann noch gefehlt zum Tor, dass es nicht geklappt hat schlussendlich? Also ich denke, dass allgemein viel auf dem Spiel stand. Beide Mannschaften haben eigentlich relativ viele Möglichkeiten herausgespielt. Bisschen die letzte Konsequenz hat gefehlt heute. Mit diesem Punkt, den man jetzt mitnimmt aus Salzburg, wie gut kann Sturm mit diesem Punkt leben? Also ich glaube, wir haben ausweis gegen den finanziell stärksten Verein in Österreich gespielt. Also mit einem Punkt kann man leben. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber mit dem Punkt können wir gut leben. Also mit dem Punkt ist es okay. Wie sind Sie leistungsmäßig aus? Wie sind Sie leistungsmäßig zufrieden? Also ich denke, wir spielen um die Punkte. Unser Ziel war, Minimum einen Punkt hier mitzunehmen. Das haben wir erreicht. Und eigentlich ja, ganz zufrieden ist man nie. Aber ich glaube schon, dass wir eine gute Leistung gebracht haben heute. Dankeschön. Ja, Imre Savic hat es angesprochen. Er meint, die letzte Konsequenz hat gefehlt. Hätte man mit mehr Nachdruck aus Sturmsicht eventuell das eine oder andere Tor erzwingen können? Möglicherweise. Ich glaube, das ist so ein Spruch, die Konsequenz hat gefehlt, was das auch immer bedeuten will. Na, sie haben die Tore einfach nicht gemacht. Ich hoffe schon, dass jeder Spieler, wenn er eine Tormöglichkeit hat, dann auch so konsequent ist, um sie auszunutzen. Na, was sicher gefehlt hat, ist bei beiden Mannschaften das letzte Risiko. Wir haben das eh schon in der Halbzeit besprochen. Die Viererkette der Salzburger ist strikt hinter geblieben. Hierländer und Hinteregger sind kaum in die Offensive mitgegangen. Lindgren ist immer als Sechser zur Absicherung hinten geblieben und bei den Grazern war es ähnlich. Das hat ein bisschen gefehlt, um dann wirklich ein schnelles, abwechslungsreiches Spiel zu sehen. Viel Platz in Minute 49 für Säumel. Das war eine Douglas, der einzige Fehler von ihm eigentlich in diesem Spiel, der weit rausrückt bis auf die Mittelauflage. Dort muss entweder den Ball haben oder ein taktisches Foul beginnen, wird dann überlaufen von Säumel. Gut, ist jetzt auch nicht wirklich eine hundertprozentige Torschance. Zieht dann ab mit seinem linken Bein, der Winkel ist auch schon schwierig, aber ist erwähnenswert. 52. Minute, die erste gute Möglichkeit der Salzburg in der zweiten Spielhälfte, ein Weitschuss von Jan Svento. Eine Szene, wo man nicht wahnsinnig viel analysieren kann, guter Schuss von Svento, der hat einen Riesenschuss und auch der Torhüter, den muss ein Torhüter natürlich dann auch halten. Aus weiter Distanz. Und wir hören jetzt an, was Georg Hinterberger aus Salzburger Sicht zu sagen hat. Martin Hinteregger, 0:0 gegen Meistersturm Graz. Wie gut kann Salzburg mit diesem Punkt heute leben? Überhaupt nicht gut. Also wir sind eingegangen in das Spiel, um es zu gewinnen. Und das ist uns letztendlich nicht gelungen. Und dadurch ist es nicht gut gelaufen für uns heute. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir noch mehr Torschancen kriegen und die Tore da machen, und das war heute einfach das Problem. Und das müssen wir einfach besser machen, aber das Positive ist, glaube ich, dass hinten nicht null gestanden ist. Das können wir aufbauen, aber jetzt müssen wir so Offensive, einmal ist gut, einmal ist Defensive gut, da müssen wir Mischung finden und dann wird es passen. Also diese Wiedergutmachung, die man angekündigt hat, die ist nicht wirklich gelungen? Nein, wir sind eingegangen, um das Spiel zu gewinnen. Also wir wollten jetzt die Pleite von letzter Woche gut machen oder von Donnerstag, und das ist uns nicht gelungen. Aber ich glaube, es war ein gutes Spiel zum Anschauen, aber leider haben die Tore gefallen. Dankeschön.
Martin Hinteregger im Gespräch mit Thomas Gonas und bei uns ist jetzt der Trainer von Red Bull Salzburg, Ricardo Muniz. Ricardo, Martin war nicht ganz zufrieden. Sind Sie 100% zufrieden? Ist die Wiedergutmachung geglückt nach dem 0-4? Da sagen Sie, es hätte besser sein können. Nein, er ist ein guter Captain gewesen, weil er nicht zufrieden ist. Nein, ich bin teils einverstanden, ben teils nicht einverstanden. Es war een Schlag, die 4-0. Das war mental unglaublich Schlag für die Jungs. Davon haben wir Stabilität gezeigt heute. Und ja, das Resultat konnte eigentlich nach zwei Seiten aufgehen. Die haben drei gute Chancen gehabt. Wir haben einige Chancen gehabt. Einige Schüsse, eine Chance von Soriano. So, es konnte zwei Seiten aufgehen. Aber ich verstehe, gesehen die Konkurrenten, had je heute een goede Ergebnis haben müssen. Aber du musst positiv denken. Wir haben noch immer ein Spiel gegen Wacker Innsbruck, die wir einholen können. Und da sieht es noch nicht so schlecht aus. Sie haben gegen Wacker Innsbruck ein Freundschaftsspiel letzte Woche gespielt, drei Tore kassiert, gegen Kharkiv vier Tore kassiert. Heute ist die Null gestanden. Wie wichtig war Ihnen das vor dem Spiel, den Burschen auch zu sagen, es darf kein Tor passieren, wir müssen hinten sicher stehen? Ja, das war extrem wichtig. Darum habe ich auch die Aufstellung sehr defensiv gesehen, mit Rasmus Relindtke vor die Verteidigung. Martin auf links. Ich muss übrigens sagen, dass er hervorragend gespielt hast. Das war sehr positiv, als Martin gezeigt hast. Und von dort aus, von 1-0, moesten wir versuchen, Chancen zu kreieren. Ist nicht immer gelungen. An die andere Seite, Tiger hat sich auch wieder gut gezeigt heute. Wir waren einige Male mit Jakob am Ende sehr knapp dabei. Und das Vertrauen muss wieder zurückkommen. Die beiden Neuerwerbungen, Soriano und Cristiano, beide haben angefangen, beide nicht durchgespielt. Wie zufrieden waren Sie mit den beiden? Na, mit Soriano, ich weiß, was er kann. Er ist sehr ballfest, aber in die Schnittstellen is er niet weggeschickt, weil er is eigenlijk het beste im 16er. Daarom hebben we nog niet de creativiteit om hem weg te schicken. En daardoor had er eigenlijk meer als aanspreekpunt van Geert. Want Cristiano had de problemen nog. Het is niet einfach in Oostenrijk, dat wisten we alle. En hij had de problemen. En aan het einde heb ik hem getäuscht met Tiger, wenn er in de midden meer in zijn element is. Maar ook daarin is er eigenlijk niet raus gekomen, vind ik. Dank je, Ricardo Muniz. En veel geluk voor donderdag gegen Kharkiv. Dank je zeer. Dank je zeer. Ein Sportsmann. Ja, immer sehr fair in seinen Interviews. Ja. Hast du aus ihm jetzt Zufriedenheit herausgehört? Naja, zufrieden auf jeden Fall ob der defensiven Leistung. Sie haben einmal zu Null gespielt, du hast das eh angesprochen. Sie haben in den letzten beiden Spielen, obwohl eines nur unter Anführungszeichen ein Vorbereitungsspiel war, aber doch das letzte in der Vorbereitung, haben sie 7 Tore erzielt. Das war einmal wichtig. Aber wer seine Philosophie kennt, die kennen wir ja jetzt schon, das betont er immer wieder. Er möchte gerne offensiv spielen, er will Tore erzielen, er will ein Spektakel aufziehen. Das gelingt nicht wirklich. Gelingt nicht wirklich und Sturm ist immer wieder zu guten Möglichkeiten gekommen, auch in der 62. Minute. Da war es Wolf, der über rechts dann versucht hat mit links. Ja, in dieser Situation sieht man auch, wie Bodel, der wirklich ein begnadeter Techniker ist, die springt da herrlich frei auf der linken Seite. Dann hat er auch die Übersicht mit der Spielverlagerung. Wolf zieht dann zur Mitte, Savic macht den Raum auf, geht nach außen. Wolf zieht zur Mitte mit dem schwächeren linken Fuß, dann der Abschluss. Auch hier darf das für den Torhüter natürlich kein Problem sein. Bodul zuerst der Einfädler und in der gleichen Minute dann Bodul auch fast als Vollstrecker, einer der besten Möglichkeiten von Stuttgart. Ja, ich glaube, hier revanchiert sich Wolf mit dem Zuspiel, typiert zwei Innenverteidiger, aber auch hier der Winkel schon etwas zu, also er ist zu weit draußen dann schon auch mit dem linken Fuß. Das waren wir dann praktisch, ich glaube, das war 62. Spielminute und das war so der Schlusspunkt der ersten, sagen wir so, des relativ attraktiven Spiels, weil nachher ist das Spiel eingeschlafen, das Tempo draußen, Fehler haben sich gehäuft und dann war lange Zeit nichts mehr los am Rasen. Wir hören uns jetzt an, was Jürgen Säumel zu sagen hat. Jürgen Säumel, ein 0-0 hier in Salzburg, eine Punkteteilung, die in Ordnung geht nach diesen 90 Minuten. Ja, ich glaube, es waren auf beiden Seiten einige Möglichkeiten. Ich glaube, die Zuschauer haben ein tolles Spiel gesehen. Beide haben mit offenem Visier gespielt, gute Torschancen nachher rausgespielt. Es war sehr intensiv geführtes Spiel und ja, Schlussendlichkeit, glaube ich, das Remis ist in Ordnung. Sturm Graz hat sehr aggressiv gespielt, er hat sehr hoch attackiert, vor allem auch zu Beginn des Spiels. Warum hat es dann schlussendlich mit dem Torabschluss nicht geklappt, auch selbst? Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass wir sehr aggressiv waren, auch im Mittelfeld einige Ballgewinne gehabt haben auch und dann wollten wir versuchen, in den Schnittstellen zu spielen, das ist uns gelungen. Vielleicht hat vorne auch das nötige Glück gefehlt. Im letzten Spiel gegen Mattersburg haben wir mehr oder weniger aus einer Chance ein Tor gemacht. Heute haben wir mehrere Chancen gehabt, kein Tor gemacht, so ist der Fußball. Und wichtig war, dass wir eine tolle Leistung geboten haben und die Siege kommen dann von selbst.
Dankeschön. Jürgen Säubel hat es angesprochen, viele Chancen, keine Tore, so auch in der 87. Minute. Eine wirklich hervorragende Kontermöglichkeit der Grazer, die aber wieder nichts bringt, Roman. Ja, interessanterweise nach einer Standard für die Salzburger. Das ist den Salzburgern passiert am Donnerstag. Nach einer Standard haben sie das 4:0 bekommen in der 90. Heute wieder in der Schlussphase. Nach diesem abgewehrten Ball von Feldhofer geht es dann relativ schnell. Die Salzburger sind komplett offen. Und das ist ein Pass, der müsste eigentlich kommen. Den kann man sich erwarten, dass der genauer kommt. Und dann läuft Samisch allein auf den Torhüter. Das wäre es nochmal gewesen. Schade aus Sicht der Grazer, das hat der Imre wahrscheinlich gemeint, nicht konsequent genug. Roman, 21. Runde ist zu Ende. Die ersten 5 Vereine haben in Summe ein Tor erzielt und das eine Tor bei einer 1:4 Niederlage. Was sagt uns das? Ja, das sagt uns, dass wir heute ein 0:0 miterlebt haben, dass wir gestern ein 0:0 miterlebt haben, obwohl das heutige 0:0 attraktiver war als das gestrige. Und ja, es fängt so an, wie es aufgehört hat. Es ist eher mager, was die Attraktivität der Spiele anbelangt. Hoffen wir das Beste. Die Mannschaften sind noch ein bisschen im Winterschlaf, sind noch ein bisschen in der Vorbereitung. Ab nächster Woche sehen wir dann gute und torreiche Spiele. Ich im Winterschlaf ist Rainer Bariasek im Sport am Sonntagstudio. Rainer, du bist wieder dran. Ja, und wir wollen uns zunächst einmal in aller Ruhe die Ergebnisse dieser Runde ansehen. Erneut keine komplette Runde. Salzburg gegen Sturm also 0:0. Rapid gegen die Wiener Austria ebenso 0:0. Mattersburg gewinnt doch relativ hoch gegen Ried mit 4:1. Innsbruck gegen Admira 2:1. Und abgesagt werden musste aufgrund der Bodenverhältnisse das Spiel Kapfenberg gegen Wiener Neustadt. In der Tabelle Rapid weiter voran. 2 Zähler vor der Wiener Austria und Ried. Und jeweils einen weiteren Zähler zurück, dann Salzburg und Sturm. Also die ersten 5 Mannschaften durch 3 Punkte getrennt. Allerdings haben jetzt da nicht alle gleich viele